Fließender Übergang. Vom Chianti-Wein, vielen Dank auf die Nachbarbühne für den Chianti-Wein. Wir sind jetzt wieder beim Silvaner. Wir sind wieder zurück in Franken angekommen und begrüßen Sie ganz herzlich zur etwas verspäteten Kochshow mit André Köthe, dem einzigen Zwei-Sterne-Koch, den wir in Nürnberg haben. Herzlich willkommen, André Köthe. Danke, dass auch herzlich willkommen. Ja. Jetzt tue ich den Wein wieder in den Kühlschrank, sonst wird er zu schnell warm. Das war nur zum Zeigen. Ja, ein bisschen verspätet, aber ich denke trotzdem, ich denke, das Gericht können wir durchaus gut zusammen noch genießen. Es gibt heute Zitronensauerkraut. Da gibt es so ein bisschen Hintergrund. Die regionale Küche der Region interessiert mich sehr. Ich denke, die regionale Küche der Region interessiert mich sehr. Ich denke, das ist einfach mal eine ganz interessante Abwandlung. Ich habe im Januar mal verschiedene Proben gemacht. Wir haben einmal mit Zitrone Kraut eingelegt, wir haben mit frischem Apfelsaft Kraut eingelegt, wir haben mit Buttermilch Kraut eingelegt. Ich fand das mit der Zitrone war am spannendsten. Also es ist relativ einfach, Sie müssen das feste Kraut, am besten das alte Kraut vom letzten Jahr, das ist geschmacklich am intensivsten, relativ dünn hobeln und mit Zitronensaft, abgeriebener Zitrone, Zucker, Salz und Wasser 2 bis 3 Tage so ein bisschen fest vakuumiert oder vielleicht auch geschwert einlegen, aber jetzt im Sommer eher auch kalt stellen. Das heißt, also wir wollen gar keine, genau, wir wollen keine Milchsäurevergärung haben, wie das beim klassischen Sauerkraut ist, sondern es soll dieser Duft von dieser frischen Zitrone soll erhalten bleiben. Und das passiert nur, wenn es eben nicht vergärt, sondern ich quasi die Säure bekomme quasi von der Zitrone und dadurch das Kraut unheimlich schön fest und knackig wird, aber sich diese klassischen Hefetöne erst gar nicht bilden, weil die riechen nämlich vom Duft her über der Zitrone und dann würde die Zitrone quasi ganz kaputt gehen. Ja? Und da haben wir also einmal Zitrone mit dem Kraut ganz fein gehobelt und dann habe ich natürlich nochmal so in kleine Eckchen geschnitten, das Kraut, einfach aus dem Grund, weil der Biss ist völlig anders als bei dem ganz fein gehobelten und sag mal, geschmacklich gesehen ist Biss, sage ich mal, somit das Wichtigste, weil in dem Moment, wenn Sie beißen, tut sich einfach das Aroma richtig entfalten. Das ist auch das, was Ihr Mundgefühl. Genau, Textur, Mundgefühl, ganz genau. Und dafür ist sowas wichtig, dass man Gerichte so aufbaut, dass man unterschiedliche Texturen hat. Ne? Wie zum Beispiel das Feine hat natürlich einen ganz anderen Biss. Dazu gibt es dann einen Waldsauerklee, kann man jetzt immer noch sehr schön finden. Waldsauer? Waldsauerklee, genau. Den hast du selber im Wald? Nicht selber, aber mein Sammler. Wir haben so 3 Sammler, die jeden Tag uns die Sachen bringen. Und der, also auch hier aus der Region. Mit drei Blättern oder 2 Blättern oder 4 Blättern? Ich habe sie nicht alle durchgeschaut, aber ich glaube, die meisten mit 3, soweit ich weiß. Ja. Deswegen ist die Steineküche so teuer, weil die 4-blättrigen Kleeblätter immer gesucht werden müssen. Dann, ne? Dann haben wir dazu. Der Sammler kriegt ein Vermögen. Dann haben wir dazu Kartoffelpüree. Habe ich vorhin schon gemacht, aus Gitterkartoffeln. Für mich die Gitter ist einfach interessant deswegen, weil sie einen tollen Biss hat. Ne? Das heißt, wenn ich eine Kartoffel im Anschnitt habe, ist es meistens so, dass die äußeren Schichten schön fest sind. Umso mehr sie dann zum Kern kommen, umso weicher und wässriger wird die Kartoffel. Bei der Ditter habe ich so das Gefühl, da scheint es durchweg bei den Bauern besser zu klappen. Die ist durchweg ganz schön fest und speckig kochend. Ja? Dann habe ich frische Zitrone. Wie hast du den Brei dann richtig ganz als Brei? Also nicht nur gestampft, sondern durchaus auch als Brei gerührt? Ja, also wobei, rühren, Vorsicht. Also wir zerdrücken die Kartoffeln gut, geben relativ viel Butter dazu. Ja? Ist ja nichts Schlechtes, ja? Butter. Also manche sagen dann, naja, vielleicht lieber Olivenöl, aber dann schmeckt es halt nach Olivenöl. Ja? Ich würde jetzt hier einfach bei Butter bleiben. Und solange wie Sie Butter dran tun, können Sie auch rühren. Ja? Dann nachher Sahne nur ganz vorsichtig unterheben, so mit einem Spachtel oder sowas. Ja? Mhm. Und das Rühren machst du mit der Maschine oder mit der Hand? Nee, überhaupt nicht. Weil dann wird es zäh. Gedacht, ne? Ja. Dann wird es zäh, gerade jetzt mit einer festkochenden Kartoffel. Aber es wäre jetzt zu schade, man könnte natürlich das Püree auch mit einer
eben mehlig kochenden Kartoffeln machen und dann eine festkochende, aber einfach aus praktischen Sachen habe ich eine Kartoffel genommen. Ne? Sie können das natürlich auch aus einer, also einer ganz mehlig kochenden machen. Ja? Dann habe ich Kartoffelwürfel und da sieht man dann wirklich, wie toll die sind, weil da zerfällt nämlich gar nichts. Die sind also wirklich ganz gleichmäßig und sind wirklich relativ lang gekocht. Die mache ich dann noch in Sahne warm. Ja, ansonsten auf 1,2 Millimeter geschnitten, Zentimeter geschnitten. Wenn Sie es nachmachen wollen, 1,2 kommen Sie ungefähr hin. So, ansonsten haben wir noch hier aus Duftreis, also asiatischen Duftreis, zwei Teile und ein Teil Buttermilch, eine Creme gekocht. Ja? Okay, also den Brei gebe ich jetzt schon mal in Dampfgarer zum Anwärmen. Das können wir machen. So, und dann brauchen wir noch die Sahne. Genau, weil die Sahne... Die braten wir nämlich jetzt, Herwig, wenn du dieses Gerät steuerst. ja. Also Sahne braten hört sich ja so ein bisschen komisch an. Die Idee war einfach, wenn die Sahne richtig runtergekocht ist und dann langsam am Boden ansetzt, dann ergibt sich so eine ganz hellbraune Schicht. Das ist von dem Geschmack her so ähnlich wie... wenn sie Butter zerlassen und das, was übrig bleibt, das ist so ein unheimlich brauner, tiefer, buttriger Geschmack, der dann aus der Sahne dann kommt. Braucht schon, ist das zu viel dann? Relativ langsam, genau. Im Prinzip können wir jetzt eigentlich schon anfangen, die Teller anzurichten. Ja. Die hast du ja hier warm gestellt. Ja. Super. So, als ich dieses Rezept ausgewählt habe, habe ich mir schon gedacht, dass das heute so ein warmer Tag wird. Aber nicht, dass es gewöhnt wäre. Also wir haben ja auch schon im Regen und bei Kälte gekocht. Ja, genau. Das war die letzte Jahre. Ja, genau. Aber ich denke, für den heutigen Tag ist das perfekt, weil gerade dieses Kraut mit diesem tollen Biss, ja, ich glaube, das macht so richtig Lust. So, wo habe ich denn die Formen? Ah ja, okay, genau. Die können wir schon auf die Teller verteilen, in der Mitte. So, dann habe ich noch eine Sache vergessen zu erklären, und zwar die Gewürzessenz. Die müsste auch noch hier irgendwo sein. So ein kleines Fläschchen, hast du das schon gesehen? Oder ist es hinten? Hier ist es, so klein. Okay. Da habe ich aus braunem Zucker, Soja, Orangenschale, Zitronenschale, Fenchelsamen, etwas Sternanis und Szechuan-Pfeffer so eine kleine Gewürzessenz gemacht. Die Idee ist eigentlich nur so ein bisschen noch so ein Lustfaktor, so was Salziges dazu, weil hier hat man natürlich gewisse Süßen drin und wenn man das dann zusammen mit diesem leicht Salzigen isst, glaube ich, ist das ganz spannend. So, das stelle ich schon mal dazu. Wenn Sie jetzt nicht auswendig wiedergeben können, was der André bisher alles gesagt hat, dann macht das nichts, denn es gibt das Rezept natürlich. Bei uns im bitte? Haben wir auch zwei draufstehen? Ja, ich habe zwei draufstehen. Es gibt diesen kleinen Folder, da haben Sie die Adresse dann drauf, das ist einfach die-moebelmacher.de und / Rezepte, da ist die Rezeptdatenbank aus dem Jahr, seit dem Jahr 2000 sammeln wir alle Rezepte mit den Spitzenköchen, die in unserer Möbelmacherküche zu Gast sind und da sind vom André allein, glaube ich, nur 125 Rezepte drin, also wenn Sie André Köthe angeben, dann haben Sie schon mal alle Rezepte vom André oder Sie geben Zitrone ein oder Sauerkraut, dann kommt immer dieses Rezept genau von heute. Sollte ich auch mal reinschauen. Was ja, so alles gepasst hast du mal ganz schöne Sachen gemacht. Ja. Ja. Gerade noch mal zu dem Thema Sauerkraut. Wir haben eigentlich geschaut, dass wir so vor 2 Jahren angefangen haben, die Aromen der Region möglichst komplett aufzufangen in unsere Küche. Das heißt, wir fangen an im März mit den Scheinquittenblüten einzusammeln. Wir machen weiter mit Mohnblüten. Wir haben viele Sachen eingemacht. Wir haben klassisch die Quitten eingemacht. Wir tun quasi das ganze Jahr über Sachen sammeln, einmachen und im Prinzip für den Winter präparieren, da im Winter einfach diese Sachen ja nicht da sind. Denn das Problem ist immer, dass wir im Oktober im Prinzip anfangen mit der klassischen Winterküche und die geht einfach bis März, April. Dieses Jahr war es sogar bis April, bis dann der Spargel kam und der Sauerampfer und so weiter. Und dafür sammeln wir eben diese Sachen und versuchen eigentlich die quasi die
klassischen Gewürze wie Sternanis, Zimt und so weiter eigentlich durch die Gewürze hier aus der Region zu ersetzen. Ne? Also zum Beispiel, was ich ganz spannend fand, wir hatten neulich wieder unsere Sammlerin, die hat so eine japanische Rauke mitgebracht, die hier einfach am Wasser wächst. Ja? Ganz interessant, so ähnlich wie so ein Sauerklee oder auch vielleicht sogar ein bisschen wie Rhabarber. Ja? Das ist ganz, ganz interessant, wächst in Hülle und Fülle, ist allerdings nur interessant, wenn sie ganz klein ist. Ja? Und es ist unglaublich, wie viele Sachen man eigentlich hier in der Region noch entdecken kann. Mhm. Ja? Und das ist eigentlich so das Spannende, wenn du versuchst, so ein bisschen die Sachen dann wirklich auch mal auf den Teller zu bringen, weil letztendlich ist es ja so, dass wir auch damit leben. Ne? Und die Rauke wurde ja in Deutschland erst dadurch entdeckt, dass sie jetzt Rucola heißt. Zum Beispiel, ja. Oder auf der Pizza drauf ist. So, also ich denke, die Kartoffeln sind jetzt gleich heiß. Ich weiß nicht, dein Püree? Ja, kann ich auch schon. Okay. In einer Minute können wir das haben. Was machen wir da an? Ja, ein Großteil eurer Philosophie, also von Yves und von dir, ist auch in deinen verschiedenen Büchern. Also ich habe noch das erste ganz kleine Rezept, wie dann brauchst du hinten. Ein bisschen höher. Hier. Jawohl. Okay. Weil jetzt, ja, weil die Kartoffeln brauche ich als erstes. Ja. Du hast noch das ganz kleine, das mit der Farbphilosophie. Genau. Drin und in der Zwischenzeit hast du immer weitergemacht. Ihr schreibt ja immer wieder Kochbücher. Die Kunst des Würzens, das war so unser erstes Kochbuch, glaube ich, 99. Jetzt haben wir mittlerweile, glaube ich, das vierte gemacht. Mit dem Trettori Verlag 50 Gemüse aus der Region. Sicherlich auch mal ganz interessant. Da sind im Übrigen auch Gerichte dabei, wo man dann wirklich auch nur 3-4 Produkte verwendet. Also nicht wie es klassisch ist, so in der Spitzengastronomie, dass man im Prinzip die Produkte erst gar nicht besorgen kann, so viele sind es. Ne? So, das dauert noch einen ganz kleinen Moment. So, die Sahne kocht jetzt schon ganz gut ein. Dann können wir schon mal uns hier vorbereiten, dass wir da gleich anrichten können. Machen wir das mit einem Löffel oder? Das können wir mit der Hand. Aber dein Kartoffelpüree, das können wir jetzt eigentlich schon drauf machen. Ja, ist sofort. Da. So, dann legen wir damit los. Pfeift gleich. Ja. Gut. Druckdampfgarer, das heißt, wenn... wir sind nicht allein in der Küche, wir haben auch einen Druckdampfgarer dabei, der uns Bescheid sagt, wann er fertig ist. Das machen wir, wenn wir mit unseren Kunden gemeinsam Küchen entwerfen, dann kochen wir auch zusammen, einfach um zu zeigen, wie diese Geräte funktionieren. Super, danke. So, brauchst du davon? Ich zeige dir das mal ganz kurz. Bitte. So, und zwar brauche ich da eigentlich nur so ganz kleine. Upsi. Ja, ich versuche es für dich immer besonders schwierig zu machen. Ja, der Eindruck entsteht. Ich weiß, dass du eigentlich sehr geübt bist, also brauchst du eine Herausforderung. Also 5 Stück waren das, ne? 5 Böbel, 5 Stück. 5 Freiböbel. So. Oh weh. Oh Gott. Die Lea meinte schon, beschränkt sich auf den Service. Ja. Wie ist es denn mit eurem Personal? Ist es leicht zu kriegen? Ach so, meinst du den Kartoffelpüree? Bei diesen Aufgaben hier nicht. So. Gut, ich mache jetzt die Kartoffelwürfel mit dazwischen. Das ist ja auch ganz interessant. Einmal das Cremige, einmal hier wieder ein bisschen das Knackige. So. Also Sie müssen keine Angst haben, dass Sie danach keine Bratwurst mehr essen können. Wir haben jetzt einfach das absolute Geschmackserlebnis, wenn ich die 5 Böppel dahin kriege. So. Du könntest vielleicht mal die Kartoffelwürfel, 5 Stück auch wieder dazwischen, ne? Super. Also, haben wir alle in Arbeit. Okay. Ich hoble jetzt die Zitrone. Das ist jetzt eine Bio-Zitrone aus Spanien. Die müssen sie auch wirklich Bio nehmen, weil alles andere ist einfach bitter. Ja? Weil ich hoble die jetzt mit Weiß und Schale und es ist überhaupt nicht bitter. Aber das Spannende ist eigentlich, wenn sie es wirklich mit allem hobeln, dann haben sie auch wirklich das komplette Aroma, also das Duftige, Blumige von außen und die Säure von innen. Ne?
So. Na, glaub. Die Sahne, die kocht langsam ein. So. Dafür nehme ich so einen recht scharfen Hobel. Sie sollten es allerdings nicht zu früh machen, weil wenn Sie dann quasi zu lang vorgehobelt sind, dann fangen Sie langsam das Oxidieren an. Also meinst jetzt nicht am Vormittag oder in der Früh, sondern genau. Nicht so bald. Eher so wie ich das jetzt mache, dass man da wirklich relativ frisch rangeht. Das geht auch relativ schnell. So, und das reicht auch schon. So, dann nehme ich jetzt ein bisschen Zucker. Da brauchen wir auch ein bisschen mehr für die Säure. Und ein bisschen Salz. Der Effekt ist einfach, wenn man ein klein bisschen Salz mit dran tut, das ist so ein bisschen dieser Brause-Bitzel-Effekt, wenn Zucker und Salz aufeinander kommen. So, das rühre ich nur einmal um. Und dann ist die Zitrone schon fertig mariniert. Einmal probieren. Okay. Ein klein bisschen noch. So. Herwig, wie weit seid ihr? Ja, du hast uns ganz schön beschäftigt hier. Ich glaube, ja. Wir müssen mal die Teller jetzt. Ich glaube, du bist immer froh, wenn ich durch bin, oder? Ja, es ist gut, dass du am Freitag dran bist. Gut. Jetzt noch den Würfel. Okay, super. So, jetzt kommen die dicken Stücken von dem Zitronensauerkraut rein. Auch 5 Stück. Also ich habe jetzt das extra so gemacht, dass ihr immer 5. Das ist dann einfach. Jetzt hoffen wir mal, dass du nicht so gut nachzählst. Ja, ja. Na doch, meist kriege ich schon 5, aber vielleicht nicht immer. Naja, hoffen wir mal, dass kein Restaurantkritiker hier draußen sitzt, oder? Nein. Nicht, dass wir heute hier an deinem Stand arbeiten. Ja, ja, genau. Das wollen wir nicht, nein. So. Nein, aber Sie sehen vielleicht mal ganz davon abgesehen, Sie sehen schon mal, wie so ein Gericht entsteht und wie viel Zeit in sowas drinsteckt und wie viel Dekorationsarbeit. Da erkennt man dann schon auch, warum sowas ein Geld kostet. Was kostet so ein Gericht, eine Vorspeise? Du, wir haben gar keine einzelnen Gerichte. Also ja, bei uns im Menü. Also so. Das Restaurant ist das Essigbrätlein, falls es jemand jetzt sich später zugeschaltet hat. Essigbrätlein von hier aus 300 Meter vielleicht, oder? Ja. 300. So. Die Sahne ist noch okay so? Ich schau mal. Oh, super. Das ist noch eine Sekunde. Ja, toll. Perfekt. Das ist wirklich richtig gut so, ja. Schön gleichmäßig. Das ist perfekt. Ich hätte für dich hier dieses Kraut, ja, okay. Wenn du das... das jetzt so drüber. Ja, so ganz locker ein bisschen... Vorher furchtbar abgezählt, jetzt mit dem Kraut alles abdecken. Da hätten wir... So. Leer. Jetzt sieht das gar nicht mehr so. Aber nachher beim Essen, wenn es richtig gut verteilt ist, dann ja. Macht es Sinn, ne? So. Also jetzt so drüber. Genau. Also ruhig so ein bisschen in diese einzelnen Ecken rein. Nein. So. Ja, klar. So, okay. So, dann mache ich die Zitronen und die Sahne habe ich jetzt mal runtergestellt. Die ist jetzt genau richtig. So, jetzt kommen die Zitronen drüber. So, willst du die Zitronen machen? So 4 Stück, ja? So auch ein bisschen verteilt. So, und dann... Aber die sind jetzt oben, da muss ich jetzt wieder zählen. Die sieht man. So. Ja, ich gebe jetzt diese Creme aus Reis und Buttermilch drauf. Moment, erst ich. Erst Kraut, dann Zitrone. Ja, wir wechseln jetzt gleich mal, weil ich bin ja schon durch damit. Okay. Also, so flux wie das geht, könnten wir es auch für 100 machen. Nein, da ist die Sache. Wie bereitet man sowas vor, dass das dann
Ich meine, ihr habt ja immerhin 24 Plätze im Restaurant. Ja, also das ist ganz einfach, wir sind 6 Köche. Und wenn 6 Köche natürlich, also wir 6 Köche, wenn die gleichzeitig anrichten, geht das schon sehr, sehr schnell. Ne? Okay, wir haben es verstanden. Ja, also nicht. Es ist angekommen. So, okay. Super. Und es gibt einen Silvaner dazu, hat der André ausgesucht. Ein Silvaner von Manfred Rothe gegenüber am Stand. Drüben haben wir einen anderen Bio-Winzer noch, die Familie Bause Wein. Das heißt, da können Sie sich über die Bio-Weine informieren. Und wenn Sie nach dem Essen noch Lust haben, direkt gegenüber haben wir eine kleine Kaffeebar La Piccolina. Da gibt es dann auch Waffeln dazu. Weil es ist nicht so, dass Sie danach den ganzen Tag nichts mehr essen können. So, super. Okay, ich mache jetzt mal schnell die gebratene Sahne drauf. So, da ist Löffel? Die Palette. Wo habe ich Palette? Ist, ist bei mir. Eine hatte ich mitgebracht, glaube ich. Oder nee, meine dabei. Okay, gut. Ach, da ist sie ja. Ich will nur nicht deinen Tisch kaputt machen. Hast du was zum Untersetzen? Ja. Falls es ein bisschen zu heiß ist. Nein, super. So, du könntest den Sauerklee dann drauf machen. Den habe ich da vorne ganz an der Ecke. Ja. So. Die vierblättligen suchen wir jetzt für Sie raus. So, hier so leicht drüber streuen. Super. Ja, das machen wir noch eins. Ja. Gut. Ach so. So. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10. Okay, gut. Dann stellen wir gleich schon. Ja, schon. So. Super, aber mehr, viel mehr, viel, viel mehr. Wo ich so ein bisschen, ich arbeite immer mit zwei Händen, also hinstellen und so, super. Und du könntest das abziehen, so, das ist nämlich dann schon mal, so. Okay, dann habe ich den ersten, den habe ich dann schon. Ich fange dann hier wieder mit den Würfeln an. Warte mal, da kommt noch das, die, so. So, die ersten sind gleich fertig. So, hier nochmal 5 Böbel. Ja, jetzt kannst du das schon ganz allein. Das ist ja, ja, irgendwann lernt der Schimpanse. Also das ist einfach nur eine Frage der Wiederholung. Okay. So. So, was hat man als nächstes? Die Blätter brauchen wir. Mann, oh Mann. So, und den Sauerklee. Du kannst die restlichen Ringe abziehen. Ist das gerade bei dir auf der Karte? Also nee, ist nicht drauf. Ja, die Gewürzessenz, genau. Ja, und dann könntest du eigentlich schon die ersten Teller verteilen, ne? Ja. So. Da drunter, du meinst? Oh ja, da ist der Teller halt ein bisschen dreckig. Ja, das ist fertig. Mal. So. Welcher Teller ran? Okay. Also, unangenehm ist nämlich der Brei, der ist von mir. Eieiei. So. Also, ich hoffe, das Warten hat sich gelohnt. So, dann das feine Kraut wollen wir noch hier. Wenn Sie ja, das und dann können wir noch kleine Teller machen, ne? Für die Leute, die so drumherum sitzen und so. So, die Zitronen, wo habe ich denn die? Die Zitronen sind hier im Garten. Achso, die brauchen wir noch Kraut. So. Okay. Und. Genau, noch nicht hinfassen, erst fotografieren. Und wie war das Essen? Das ist, wenn Sie jetzt heutzutage der Ehemann fragt, und wie war das Essen, schaut sie in ihr Handy und sagt, naja, 4 Likes auf Facebook. Und ich habe jetzt auch schon eine Menge Fotos davon vom Zitronensauerkraut. So, also ich wünsche guten Appetit.
Ich hoffe, es schmeckt Ihnen. So, so wenn dann Sie machen das, wir noch ein paar Kleinigkeiten. Ne? Ja, wenn Sie das Ganze in richtig essen wollen, dann gehen Sie ins Essigbrennlein. Bei dir muss man immer reservieren, oder? Sonst ich denke, das ist besser, ja. Selbst mittags ist es geschickter zu reservieren. Essigbrennlein finden Sie ungefähr 300 Meter weg. Wenn Sie das Rezept suchen, ja, auf möbelmacher.de/Rezepte und dann André Köthe eingeben oder Zitronensauerkraut finden Sie. Wenn Sie selber kochen wollen, brauchen Sie eine Küche von den Möbelmachern. Die gibt es in Untergrumbach direkt neben Heißbruck. Und wir kochen wieder, ja, mit der Uhrzeit bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, die hat vorhin auch nicht so gestimmt. In der Zwischenzeit waren Sie schon gegrillt. Aber 15:45 bzw. 16 Uhr ist die nächste Kochshow. Da geht es um Rosen mit dem Michael Heldrich. Wie gesagt, wenn Sie noch Wein, Bier oder auch einen Kaffee haben wollen, alles hier im Umfeld. Ich wünsche noch einen schönen Tag und morgen und übermorgen auf der Bio erleben und freue mich, wenn Sie bei den nächsten Kochshows auch wieder dabei sind. Und ein Dank an André Köthe vom Essigbrett. Ja, danke. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es schmeckt, ja? Passt, alles klar. Ja, ich sage auch danke, dass Sie so ein bisschen Geduld hatten und so weiter. Fort. Ich hoffe, ja, vielleicht sind die nachher ein bisschen schneller oder so. Ne? Blond made in Nürnberg in einem Durchgang. Blond verarbeitet